guten Bonjour, oui. Enrico Giovanori und herzlich willkommen im Stadthaus Winterthur. Wir fahren von dem aufstrebenden Wohnort Oberwinterthur zum Ort vom Festspiel. Dankeschön. Zum 750. Jahrestag vom Winterthurer Stadtrecht. Bitte nimm Platz. Enrico, du bist seit Jahren Gesamtleiter der Winterthurer Freilichtspiel. Angefangen von Friedenbüten über das dritte Gleis bis jetzt zum guten Bonjour. Wie bist du zu dieser Berufung gekommen, die so auf den ersten Blick gar nicht zu deinem Berufsbild passt? Ja, das war ein glücklicher Zufall, eigentlich im 2001. Da hat das damalige Projekt, das erste Freilichtspiel in Winterthur auf die Beine stellen wollte, im August ein bisschen stocken geraten, hatte Schwierigkeiten gehabt und dann hat es jemanden gesucht, wo das Ganze wieder reaktiviert, auf die Beine stellt und durchzieht in dieser kurzen Zeit bis zur Premiere vom Juli 2002. Beim dritten Gleis hat man dich auch als Schauspieler dürfen erleben. Du bist dort in eine zusätzliche Rolle geschlüpft. Was hast du dort dazulernen müssen? Ich wollte das, was ich betreue, kennenlernen und habe gesagt, ich muss das auch als Schauspieler machen. Und spannend war, was man sieht, wie also etwas entsteht, von null, von einem weißen Blatt her eigentlich, mit Leseproben, miteinander zusammenarbeiten, dann aufeinander angewiesen sein, Rollen auswendig lernen. Das war eine ganz spannende Sache gewesen, vor allem, weil man nicht etwas hatte, was es schon gibt, sondern es ist wirklich von null auf 100, wo wir können begleiten als Gesamtleiter und aber auch merken, was die da oben entschieden haben, unten. Auf dem Parkett aus der Sicht von dem, was man muss machen. Aber beim dritten Gleis ist eben auch Spezialität dazugekommen, oder? Ja, das ist Spezialität dazugekommen. Auch vom Ort her, war ganz speziell war. Dort haben wir auf einem Bahnhof gespielt und haben dann die Gelegenheit genutzt, eine echte Dampflokke mit zwei Wägen jeweils einfahren zu lassen. Es gab drei Mal, wo die auf die Bühne gefahren sind. Das war einerseits natürlich spektakulär und andererseits auch eine grosse Herausforderung an die Sicherheit. Eigentlich spielt man nicht am Gleis um oder am Fahrenden. Richtig, aber für dich persönlich, du bist ja hoch zu Ross eingeritten. Hast du denn schon reiten vorher? Oder? Nein, also ich konnte nicht reiten. Ich habe jetzt immer noch nicht reiten. Ich hatte aber etwa 4 oder 6 Reitstunden, um wissen, wie man auf so ein Tier überhaupt aufsteigt. Man muss her sitzen und wie man wieder runtersteigt. Aber zur Sicherheit von uns und vor allem von den Schauspielern, wie der Russin dann durch die Leute durchgeführt wurde, sind die begleitet sie durch Pferdepfleger oder durch den Titzer, so dass sie Ross ruhig sind und nicht wissen, was ist das für ein komisches Heim, das auf dem Rücken oben hat. Also du und das Publikum haben als Hund schon überstanden. Jawohl. Überstanden ist auch guter Bonjour. Ja. Das Festspiel ist fertig. Was ziehst du für eine erste Bilanz? Ja, das ist ein bisschen zwiespältig dermal. Also wir haben eine ganz positive Bilanz, wiederum natürlich vom Erlebnis von allen, die mitgemacht haben. Wir haben es immer verkauft als Aktivferien für die, die mitmachen. Mhm. Es ist wiederum ein ganz grosser, finde ich, ein grosser kultureller Beitrag zu Winterthur Geschichte, zu einem Schiebli 1798 bis 1803, der nicht so bekannt ist, weder in der Schweiz als Winterthur. Und es war eine ganz positive Bilanz, wie man auch Kritiken können lesen in der Presse von der Qualität, von der schauspielerischen Qualität. Ein bisschen Wermutstropfen haben wir mit dem Wetter. Wenn wir jetzt effektiv sagen, wir dürfen immer alles aufs Wetter abschieben. Aber da muss man sagen, dass das uns ein bisschen ein paar Zuschauer gekostet hat, weil bei so Wetter, wenn es immer regnet oder wirklich ein Sturm aufkommt, dann mag niemand spontan ein Freilichtspiel gucken. Künstlerisch kann man sagen, ist es ein schöner Erfolg gewesen. Das möchte ich. Auch von der Reaktion vom Publikum her. Wenn wir deine Ausbildung anschauen, du bist Physiker, Mathematiker, EDV-Spezialist, das sind alles Fähigkeiten, die mit dem Festspielen wenig zu tun haben. Wo hat dann dein Leben als Sanierer angefangen? Ja, das Leben als Sanierer oder eben einer, der etwas wieder gesund macht oder probiert gesund zu machen. Das war so Anfang der 90er Jahre, wo man nach der Banken- und EDV-Zeit noch nicht genug hatte. Dort hast du aufgebaut? Dort habe ich aufgebaut. Ja. Dort hat man auch Erfahrung gemacht, internationale Erfahrung. Das heisst, in fremden Kulturen zu arbeiten. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss man etwas anderes machen. Und hatte dann Gelegenheiten gehabt, also in Projekten mitzuarbeiten und auch relativ schnell auch Projekte anzunehmen, die so Sanierungen machen. Und ja, das ist auch ein Grund, jetzt von dem Sanieren her, den Bogen wieder zu deiner ersten Frage. Ja. Eigentlich war ja das Friedenbüten auch ein Sanierungsfall gewesen, im Moment, wo ich es übernommen habe. Und
der Bogen zum Freilichtspiel ist eigentlich so, dass es hier eben nicht technisch zu und her geht, sondern ganz etwas anderes daherkommt und man hier etwas anderes kann machen. Du bist ja auch als Leiter von der Freilichtspiel Mitglied vom Vorstand vom Verein 750 Jahre Stadtrecht geworden. Hat man dort auch ein bisschen profitiert von deinen Sanierungsfähigkeiten, wenn man doch sieht, wie aus dem Jekami, seit du dabei bist, plötzlich ein überschaubares, vielseitiges, geordnetes Angebot geworden ist? Ja, also wir danken für Blumen. Wo auch die Finanzierung sicher ist. Jawohl, das darf man so sagen. Es war nicht wirklich gerade ein Sanierungsfall gewesen. Aber man hat dort einfach die Gelegenheit genutzt, in einer bestimmten Situation die Fähigkeiten, die ich jetzt mitbringen konnte, aktiv zu nutzen, weder nur passiv im Vorstand. Das ist richtig. Wie gehst du vor, wenn du in ein neues Unternehmen gerufen wirst, das einen Sanierungsbedarf hat? Auf was achtest du beim Strukturieren und Organisieren ganz besonders? Ja, also zuerst mal brauchst du den Kontakt zu den Leuten, die dort arbeiten, zu den Verantwortlichen, die dort arbeiten. Dann den Zahlenteil, den kann man in der Regel, sage ich jetzt mal, trocken anschauen, sicher auch begleitet, wenn es Fragen gibt. Aber gerade wenn es auch eine Fabrik ist, beispielsweise, die produziert, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch durch die Fabrikation durchläuft, durch die Lager durchläuft. Weil was man als Chef meint oder die Führungskrew meint, was abgeht, ist in der Regel dann in der Basis ein bisschen anders. Und wenn man durchläuft, sich selber ein Bild macht und Sachen sieht, wo sich Sachen stauen, wo es Stocke gibt, wo Staub liegt. Staub heisst nicht, dass es Dreck ist, sondern Staub heisst, dass es nicht umgelagert wird. Dann kann man einfach aufwirbeln als Sanierer. Tut man dann in der Regel aufwirbeln, ist richtig. Auch wenn es keinen hätte, würde man den Staub aufwirbeln. Das ist ein gutes Hotspiel. Aber es gibt dann schon ein bisschen Hinweise auf Ansätze, auf Fragepunkte. Wieder, wenn man einfach nur Papier und Analyse anschaut. Du hast ja das nicht nur einfach aus der Nähe angeschaut, sondern du hast gleichzeitig meistens auch eine Verantwortung übernommen und bist in die Geschäftsleitungen eingestiegen. Das ist richtig. Ich habe mir eigentlich zum Ziel gesetzt, auch schon von Anfang an, dass man, weil ich das miterlebt habe, wo wir Banken aufgetan haben, dort mal, wenn da Berater gekommen sind, die echten Berater, die beraten haben, wie der Gang sind. Man sagt ja, Ratschläge sind Abschläge. habe ich mir gesagt, wenn es immer wieder geht, möchte ich eigentlich das Mandat übernehmen, aber auch die Verantwortung übernehmen, mindestens eine Teilverantwortung über das, was man selber analysiert hat, auch Macht. Das kommt auch ein bisschen seriöser, sagen wir mal, oder authentischer über beim Personal oder bei der Umgebung. Vieles, was du machst, machst du auch ehrenamtlich. Du bist Präsident von der Freien Schule, vom Verein. Du hast als Präsident von Benevol auch diese Organisation, sagen wir mal, auf Vordermann gebracht und an die Zukunft angepasst. Hast sie dann geordnet deinem Nachfolger übergeben. Du wirkst aber auch mit bei der Winterthur Wirtschaftswoche für Schüler, die sie näher als Wirtschaftsleben anführt. Was hat dich dann zu diesen weiteren ehrenamtlichen Aufgaben angezogen? Ja, einerseits war es Interesse und andererseits auch der Grundgedanke, den ich jetzt auch probiere zu leben, dass nicht immer nur nehmen, sondern auch ein bisschen sollte und darf geben. Und wenn das auch in einem breiteren Kreis ist, wie jetzt in einer Freien Schule Winterthur oder Benevol, wo auch so Aufgaben sind, die aus dem Umfeld des Freilichtspiels gekommen sind, wie der damalige Geschäftsleiter auch mitgespielt hat, gibt es eben auch ein Netzwerk. Und ich finde, man kann zwei, drei Aufgaben übernehmen, die ehrenamtlich sind. Und wenn man es dann eben auch gut organisiert, sich selber und das Objekt, das man drin ist, ist es auch nicht allzu grosse zeitliche Aufwendung, sondern man kann ja auch Strukturen bilden, wo sich die Leute, die verantwortlich sind, frei und sauber bewegen können. Wir nähern uns eigentlich bald am letzten Festspielplatz, aber ich habe noch eine Frage, die in die Zukunft hineinweist. Auf dich wartet ja an der Winterthur Mechatronikschule, der ehemalige Metalli, wo eine unsichere Zukunft hat. Wenn ich richtig gehört habe im Stadthaus, ein weiteres Mandat. Wie beurteilst du die Chancen von dieser einmaligen und für die Berufsbildung in unserer Region wichtigen Schule? Das ist jetzt eine schwierige Frage im Moment, muss ich so sagen. Weil es ist ganz, ganz neu, die Situation. Wie ich es vorher geschildert habe, bin ich daran, überhaupt mal Grundlagen zu schaffen. Wie die Chancen sind, das wird sich zeigen. Wir müssen schauen. Die Zeiten ändern sich, der Lehrlingsmarkt ändert sich und ich setze eigentlich in dieser Art, wie ich es immer gemacht habe, alles daran, dass man möglichst alles retten kann oder anders irgendwo aufgliedern, dass es weitergeht. Auf jeden Fall liegt es uns ganz, ganz wichtig am Herz. Mir ist auch der Auftrag, dass die Lernenden, die dort sind,
100% ihre Lehre abschließen können. Das ist also ganz, ganz wichtig. Wie in welcher Form Schule oder so weitergeführt wird, das muss jetzt einfach eine seriöse Analyse und auch das politische Umfeld zeigen. Eben, es braucht auch die Unterstützung von der Wirtschaft, wo du sicher wieder wirst von deinem guten Netzwerk profitieren, um die Leute zu gewinnen für die wichtige Art der Ausbildung. Der Festspielplatz vom guten Bonjour ist gerade vis-à-vis. Wenn du nach der Hälfte des gesamten Jubiläumsjahres 750 Jahre Stadtrecht Winterthur müsstest eine Zwischenbilanz ziehen, wie sieht denn die aus? Und was ratest du uns Winterthurerinnen und Winterthurer für die zweite Hälfte dieses Jubiläumsjahres? Also ich würde sagen, aus meiner Sicht, auch aus, sage jetzt mal, breiterer Bevölkerungsgeschichte, ist das gut angegangen. Wir hatten sehr gute Einzelprojekte gehabt. Es war vielleicht nie so, wie sich der eine oder andere vorgestellt hat, dass man da etwas wahnsinnig Grosses macht, wie so eine Eröffnung eines Olympischen Spiels. Sondern es ist ein bisschen breit, für jeden etwas. Es wird gut besucht. Und es gibt jetzt noch mal einen Höhepunkt mit etwa 20 Projekten, grösser noch September, Oktober, verschiedenster Art, mit Sport, Kultur, ZHW, mit Blick in die Zukunft, Urban Forum, Mittelalterspektakel. Es gibt also relativ viel, wo man anschauen kann. Es ist noch nicht fertig. Ein schöner Schlusspunkt, Enrico. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg, auch in der zweiten Hälfte von unserem Jubeljahr. Und verabschiede mich von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und freue mich wie immer auf den nächsten Gast. Herzlichen Dank.